wie aktuell doch alte Meldungen sein können. Anfang April hieß es, die Serie der Mülltonnenbrände im Coswiger Stadtgebiet nimmt einfach kein Ende. Bereits am 8. Januar musste die Freiwillige Feuerwehr ihren ersten diesbezüglichen Einsatz im neuen Jahr absolvieren. Auch im Februar und März gab es Brände an Müllcontainerplätzen. Der Start in den April war für die Feuerwehrkameraden jetzt aber ausgesprochen extrem. Und nun das. Auch Ende Juni gab es wieder zahlreiche Mülltonnenbrände im Coswiger Stadtgebiet. In den späten Abendstunden des 25. Juni mussten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr zu insgesamt 5 Mülltonnenbränden ausrücken. Ab 23.30 Uhr wurde es sehr unruhig und an eine grusame Nacht war überhaupt nicht mehr zu denken. Und wir haben die Mülltonne gelöscht und damit war das in erster Instanz für uns eigentlich abgegessen. Die Polizei kam vor, wir haben unsere üblichen Tätigkeiten durchgeführt. Als wir dann wieder zurück im Gerätehaus waren und unsere Fahrzeuge wieder startklar gemacht haben und praktisch wieder versucht haben, nach Hause zu fahren, ereilte uns praktisch die nächste Alarmierung wieder zur selben Stelle, nur halt dann die nächste Mülltonne. Selbes Prozedere, unsere Kameraden hatten geschalten, ausgeräumt, wir das Ding wieder ausgemacht, Polizei wieder vor Ort, wieder alles nochmal auf Anfang. Sind wieder ins Gerätehaus gefahren, wieder der Versuch nach Hause zu fahren, nächste Alarmierung. Und so zog sich das dann final bis 5.30 Uhr. In einem Abstand von jeweils rund 90 Minuten waren die Kameraden somit insgesamt 4-mal zum selben Müllplatz gerufen worden, der immer wieder offensichtlich gezielt angezündet worden war. Auch wenn die Feuerwehrleute ahnen, was sich hier gerade wieder abspielt, vorbeugend ist man da wohl machtlos. Ja, machen. Wir können da relativ wenig machen. Wir sind auf die Hilfe natürlich von der Polizei, die auch Streife gefahren ist, aber die können nun mal nie überall sein. Wir sind im Endeffekt dann auch auf die Anwohner, angewiesen. Feststellungen, die die machen, Dinge, die man uns zuspielen kann, die man persönlich eigentlich mehr der Polizei zuspielen kann. Also das ist so das Einzige, was man machen kann. Wir selber können nur reagieren. Gegen 5 Uhr brannte der Müllplatz am Ringpark zum 4. Mal. Zuvor musste ein Müllplatz an der Musikschule gelöscht werden. Die Feuerwehr geht in diesen Fällen von Brandstiftung aus. Im Umfeld der Brände wurde eine Person festgenommen. Die entstandenen Schäden lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau beziffern. Fakt ist, dass sämtliche beschädigten Mülltonnen ersetzt werden müssen. Auch die Einfassung eines Müllplatzgeländes ist zerstört worden und muss wieder hergerichtet werden. Wie schon vor rund 3 Monaten waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr durch den Brand mehrerer Müllplätze in Atem gehalten worden. Im Vergleich zur neuesten Brandserie waren die Brände im Spitzgrund Anfang April jedoch extrem. Damals war die Wehr in kurzer Zeit zu 15 Einsätzen gerufen worden. Bereits eine logistische Meisterleistung. Offensichtlich ist einem vermeintlichen Feuerteufel nicht beizukommen. Die Anwohner in der Nähe von Müllcontainerplätzen könnten aber eventuell eine gewisse Unterstützung leisten. Eine Hilfestellung im Zuge dessen, dass sie die Augen offen halten. Jede, nicht natürliche Geschichte, die für so eine Tageszeit normal wäre, natürlich die mit Argusaugen beobachten und falls man dort irgendeine Feststellung macht, logischerweise versuchen diese Feststellung der Polizei zukommen zu lassen oder halt uns zukommen zu lassen, wir würden sie dann weiterleiten. Nicht genug damit, dass in Coswig immer wieder große Schäden durch den Brand von Müllcontainern entstehen, ging 2 Tage später auch noch ein Altkleidercontainer auf der Melanchthonstraße in Flammen auf. Einen Zusammenhang der zahlreichen Brände herzustellen erscheint aber eher schwierig. Das können wir jetzt so nie sagen, ob das was damit zu tun hat, ob das dasselbe war oder ob das Trittbrettfahrer war, können wir so oder so nie beurteilen. Das liegt nie in unserem Ermessensspielraum. Es war halt normal ein Container, der brannte und den wir halt dementsprechend umgelöscht haben. Ob Menschen, die mutwillig Feuerwehrressourcen binden, jemals dingfest gemacht werden können, ist schwierig zu sagen. Man kann nur hoffen, dass dieser Irrsinn irgendwann ein Ende hat.